and rubbish. Alter Schwede, ey. Komm schon hoch, Babe. Cool. Und jetzt kommt. Stell dich einfach hin und guck ein bisschen. Ja, ich bin ziemlich zufrieden, Dritter zu sein und ja, die Bedingungen hier waren schon sehr extrem. Waren einfach riesige Wellen über Mast hoch und starker Wind
überall Weißwasser, also es ist schwierig immer das Brett zu kontrollieren. Und ja, eigentlich bringt schon Spaß, nur in Heat, da muss man immer, darf man sein Material nicht verlieren, weil sonst ist, glaube ich, Schluss, weil hier gibt es so viel Strömung und ja, es ist schon ein schwieriger Spot zu surfen, aber es bringt auch richtig Spaß. Also die Bedingungen sind nicht gerade so wie in Gran Canaria, also es ist etwas kälter und manchmal regnet es und ja, das kenne ich halt nicht, aber ja, es ist eigentlich von der Welle her, es ist schon fast so wie Gran Canaria und ja, man gewöhnt sich halt dran, also man muss damit auskommen. Also jetzt die Rückrunde, da habe ich mir das Ziel gesetzt, einfach ins Finale zu kommen und zu gewinnen und ja, ich glaube, das könnte ich schaffen, aber na, ich werde es versuchen, alles Mögliche und ja, mal schauen. Manchmal hat man schlechte Tage, manchmal gute und mal schauen. And third place in the first elimination of the Kia Cold Hawaii wave event goes to Philip Koester. Philip Koester for third place. And Cody Stanley. So let's remember Cody Stanley was. I'm really happy with my second place in the single elimination. Today was hard work, a lot of like rain, the waves were huge, like the biggest I've seen here, and super windy. I set on my 3740, and yeah, it's very special for me to get second, because last year I had to work a lot for the second place. This year I was on the final, so I love to be in the final, and I'm stoked, and I hope I can still do good for the next days. Victory of the first single elimination at the Kia Cold Hawaii PWA Wave World Cup goes to Ricardo Campello! Yeah. Bravo! Yeah. Can you imagine? Akku habe ich auch auf Tasch. Au. Alter. Yeah, I'm really happy. I think it was my first victory on a single elimination in wave sailing. I've always been there, but not quite on the top. Not on the first place. There's still a lot to go. I mean, there's still a double elimination to go, but still I'm really happy, especially that I beat Victor and Philip, which is one of the hardest opponents. And every time I sailed against him, I always lost. You know, it was always close, or I had a bad heat, or they sailed better. And finally, this time I focused, I put in my mind that I'm gonna go for it and concentrate, and everything came out perfectly.